Willkommen zur Videolösung der Serie 7. Wir besprechen die Aufgabe 1. Ich lese die Aufgabe kurz vor. Ein leerer Eisenbahnwagen der Masse M rollt im Schwerefeld der Erde reibungsfrei ein Schienenstück der Länge L hinunter. Die Steigung des Trasse ist S. Der Wagen läuft danach auf einen Prellbock mit Federkonstante K. Wie stark wird dabei die Feder im Prellbock maximal zusammengedrückt? Die Situation haben wir hier nochmal gezeichnet. Die sieht so aus. Ich habe nochmals das Kräftediagramm gezeichnet, wie in den letzten Serien auch schon. Das muss man jetzt in dieser Serie nicht unbedingt machen. Die meisten haben es vielleicht schon gemerkt, es geht in dieser Serie primär mal um Energieerhaltung. Trotzdem bringt es eigentlich immer was, sich zu überlegen, welche Kräfte wo wirken. Und dafür zerlegt man sie am besten, die wirkenden Kräfte, in Kräfte, welche parallel zur schiefen Ebene zeigen und senkrecht zur schiefen Ebene. Denn die Kräfte, welche unseren Block der Masse M oder eben den Wagen zum Rollen bringen, ist schlussendlich nur die Kraft, welche parallel oder die Kraftkomponente der Gewichtskraft, welche parallel zur Ebene zeigt. Das ist die Kraft, die unseren Block schlussendlich zum Bewegen bringt oder den Eisenbahnwagen. Es könnte jetzt natürlich noch sein, dass noch eine Reibung vorhanden ist, das ist jetzt in dieser Aufgabe nicht der Fall, aber es könnte sicher mal eine Aufgabe kommen, wo das der Fall ist. In dem Fall brauchen wir auch die Kraftkomponente, welche senkrecht zur Ebene steht. Die Reibungskraft zeigt dann in entgegengesetzte Richtung zur Bewegungsrichtung, aber die Reibungskraft ist proportional, nämlich über den Proportionalitätsfaktor der Reibung μ ist proportional zur Normalkraft der Ebene auf den Klotz oder den Wagen. Und die Normalkraft wiederum ist betragsmäßig gleich groß wie diese senkrechte Komponente der Gewichtskraft hier, einfach mit dem entgegengesetzten Vorzeichen. Ja, und das sind, ich habe hier noch die Kräfte aufgeschrieben, wie schon in den letzten Aufgaben besprochen, den Winkel Alpha, den Neigungswinkel der Ebene, findet man in diesem Kräftedreieck wieder. Das ist jetzt in diesem Fall hier unten. Und die Kräfte zum Beispiel jetzt für unsere Aufgabe ist, weil keine Reibung vorhanden ist, nur die parallele Komponente der Gewichtskraft von Bedeutung. Und gegeben durch, betragsmäßig gegeben durch diesen Ausdruck hier mit dem Sinus. Ja, noch zu den anderen Dingen, welche gegeben sind. Wir haben die Länge der Rampe, das ist L, die geht von hier unten bis hier unter dem Gewichtsschwerpunkt des Wagens. Und dann haben wir noch die Höhe H, das ist die Höhe, welche der Schwerpunkt unseres Wagens gegenüber dem Boden oder gegenüber halt dem Nullpunkt aufweist. Wir nehmen so einen Wagen eigentlich immer einfach als Massenpunkt an, also als unendlich kleinen Punkt mit halt der entsprechenden Masse. Das macht die Beschreibung des Problems um einiges einfacher. Dann haben wir, oder gefragt ist in dieser Aufgabe, jetzt der Wagen, wir haben eigentlich drei Situationen. Wir haben die erste Situation, wo der Wagen ganz oben auf der Höhe H sich befindet auf der Rampe. Dann wird er natürlich immer schneller, bis er hier unten, dann in der Situation 2, eine maximale Geschwindigkeit erreicht. Hier geschrieben durch Vmax.
Dann behält er diese maximale Geschwindigkeit bei, bis er auf eine Feder trifft. Die Feder wird dann, das ist jetzt die Situation 3, die Feder wird dann um einen Betrag x max zusammengestaucht, bis der Wagen keine Geschwindigkeit mehr hat. Das heißt, bis die Geschwindigkeit v des Wagens 0 ist. Und die Frage ist jetzt nur, wie groß ist diese, diese Auslenkung der Feder x max? Also das Ziel in dieser Aufgabe ist es einerseits, könnte man zum Beispiel die maximale Geschwindigkeit zu finden oder die Endgeschwindigkeit nach, die der Wagen erreicht am untersten Punkt der Rampe. Und dann daraus die maximale Auslenkung der Feder oder die maximale Stauchung der Feder x-max herauszufinden. Wie vorher schon angetönt, diese Aufgabe kann man ganz einfach lösen über den Energieerhaltungssatz. Der Energieerhaltungssatz besagt nichts anderes als die totale Energie, welche in einem System steckt, jetzt in unserem Fall im Wagen, die ist erhalten, die geht nicht verloren. Jetzt im ersten Punkt oder in der Situation 1 haben wir eine totale kinetische Energie, welche dort nur aus potenzieller Energie oder eben anders gesagt Lageenergie besteht. Potenzielle Energie ist nichts anderes als eine Energie, welche halt gegeben ist oder welche entsteht, sobald wir uns in einem Gravitationsfeld befinden. Das ist Energie, die möglicherweise umgewandelt werden kann in kinetische Energie, wenn jetzt eben der Klotz von dieser Höhe h runterfällt oder runterfährt auf die Höhe h gleich 0. Dann in der Situation 2 haben wir keine potenzielle Energie mehr gegenüber diesem Nullpunkt hier unten oder gegenüber dieser horizontalen Ebene hier unten. Was wir aber haben, ist eine kinetische Energie. Der Wagen wurde immer schneller, es wurde immer mehr potenzielle Energie in kinetische Energie umgewandelt und dann hier unten haben wir einen maximalen Betrag an kinetischer Energie. Und dann in der dritten Situation, sobald die Feder maximal zusammengedrückt ist, haben wir auch keine kinetische Energie mehr, der Wagen bewegt sich nämlich nicht mehr. Dafür ist alle Energie gespeichert in der Feder. Also die maximale Federenergie haben wir in der Situation 3. Und jetzt eben aufgrund des Energiesatzes müssen alle diese Energien gleich sein. Am Anfang haben wir nur potenzielle Energie, die wird dann komplett umgewandelt in kinetische Energie und diese kinetische Energie wiederum wird im dritten Schritt komplett umgewandelt in Federenergie. Jetzt habe ich hier die kinetischen, potenziellen und Federenergien explizit hingeschrieben. Die potenzielle Energie in der ersten Situation, das entspricht einfach m mal g mal h. Gut, das h kennen wir jetzt nicht, aber was gegeben ist, ist der Winkel Alpha oder die Steigung. Und über die Steigung können wir einfach über den Arcustangens den Winkel Alpha berechnen. Was auch noch gegeben ist, ist die Länge der Rampe L, das heißt über den Sinus vom Winkel multipliziert mit L bekommen wir H. Das heißt, die potenzielle Energie,
die maximale potenzielle Energie am höchsten Punkt der Rampe ist m mal g mal h oder eben m mal g mal der Sinus von Alpha mal L. Dann die maximale kinetische Energie in dieser zweiten Situation hier ist gegeben durch die Formel 1 Zweitel mal m mal die maximale Geschwindigkeit im Quadrat. Und dann die maximale Federenergie. Die Federenergie für die maximale Stauchung der Feder x max ist gegeben durch 1 Zweitel mal die Federkonstante k mal x max im Quadrat. Und was wir jetzt machen können, den zweiten Schritt brauchen wir eigentlich gar nicht, um diese Aufgabe zu lösen. Wir können direkt die potenzielle Energie gleichsetzen mit unserer maximalen Federenergie. Wenn wir das machen, können wir diese beiden Ausdrücke gleichsetzen und können sofort den Wert xmax finden, indem wir diese Gleichung nach xmax auflösen. Das ist dann in der Musterlösung durchgerechnet und ergibt schlussendlich eine Auslenkung von 17 cm. Jetzt würde ich gerne noch einige Bemerkungen machen zu verschiedenen Dingen in dieser Aufgabe. Zum Beispiel für die erste Situation gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, wie man sich vorstellen kann, wie groß die potenzielle Energie auf der Höhe h genau ist. Denn die potenzielle Energie ist ja nichts anderes als die Arbeit, die ich aufbringen muss, um den Wagen von der Höhe 0 oder von diesem Punkt hier bis hier nach oben zu bringen. Wäre der Wagen hier unten und ich müsste den nach oben schieben, müsste ich betragsmäßig genau diese Kraft Fg parallel aufbringen, halt mit dem umgekehrten Vorzeichen, und diese Kraft müsste ich entlang des ganzen Weges L aufbringen. Die Arbeit, die ich also leisten muss, ist einfach das Produkt aus dieser Kraft mit dem Weg, weil die Kraft ist ja immer gleich und zeigt immer in Richtung des Weges. Das heißt, das Integral müssen wir dann eigentlich nicht schreiben, wir können einfach direkt das Produkt bilden zwischen Kraft und Weg. Und das ergibt dann, weil Fg parallel ist ja nichts anderes als m mal g mal der Sinus von Alpha und dann das Ganze noch multipliziert mit L, aber der Sinus von Alpha mal L ist ja gerade h. Das ist einfach nur, um noch zu zeigen, dass die potenzielle Energie nur von der Höhe h abhängt, egal wie lange das diese Rampe ist. Das hat damit zu tun, dass die potenzielle Energie ein, wie es der Name sagt, ein Potenzial ist. Wir werden das dann später noch sehen in der Elektrostatik und dass die Arbeit in so einem Potenzialfeld nicht abhängig ist vom Weg, welchen ich nehme, um meine Masse von einem Punkt A zu einem Punkt B zu bringen. Das heißt, falls jemand diese potenzielle Energie so ausrechnen würde, das würde natürlich genauso stimmen. Aber grundsätzlich kann man immer einfach die Formel m mal g mal h benutzen in solchen Aufgaben. Dann der zweite Punkt, oder besser gesagt in der Situation 2, es kann ja sein, dass man diesen Zwischenschritt hier noch macht, weil man nicht sieht, dass man direkt die maximale potenzielle Energie mit der maximalen Federenergie gleichsetzen kann. Es kann ja sein, dass man diesen Schritt auch noch macht, dass man die maximale kinetische Energie berechnet. Die kann man einerseits, könnte man die berechnen, indem man einfach die maximale potenzielle Energie gleichsetzt mit der maximalen kinetischen Energie und dann das Vmax berechnet und dann diese beiden
beiden Ausdrücke wiederum gleichsetzt, kommt man schlussendlich auch auf die maximale Stauchung der Feder. Jetzt aber, um die maximale Geschwindigkeit auszurechnen, das kann man natürlich auch machen, so wie wir das bis jetzt gelernt haben, man braucht den Energiesatz jetzt in diesem Fall nicht unbedingt, können das eigentlich komplett mit Kinematik lösen, bis hierhin diese Aufgabe, um die maximale Geschwindigkeit zu berechnen. Das könnten wir so machen, dass wir die Beschleunigung des Wagens berechnen, und die kennen wir ja. Die Beschleunigung des Wagens, die ist gegeben durch m mal g mal Sinus von Alpha geteilt durch m. Das ist hier noch falsch geschrieben. Und so kommt man dann schlussendlich auf die Endgeschwindigkeit. Allerdings haben wir jetzt noch eine Variable drin, nämlich das T-End, weil die Endgeschwindigkeit berechnen wir, indem wir die Beschleunigung, welche wir kennen, integrieren von einem Zeitpunkt T gleich 0 bis zu einem Zeitpunkt T-End. Das T-End kennen wir aber noch nicht. Aber wir können das Ganze noch weiterführen. Wir können nochmal integrieren, weil wir wissen ja, dass die Strecke oder die Wegfunktion, das Integral ist über die Geschwindigkeitsfunktion. Das heißt, die Länge der Strecke L ist gegeben als das Integral über die Geschwindigkeitsfunktion von t gleich 0 bis t-end, wobei wir auch wieder annehmen, dass der Anfangsort einfach auf 0 gesetzt wird. Gut, das müssen wir jetzt auch wieder korrigieren hier. Das m brauchen wir nicht, weil die Beschleunigung ist ja nur gegeben durch g mal Sinus von Alpha. Und wenn man dieses Integral ausrechnet, das heißt, wir setzen die Geschwindigkeitsfunktion, welche wir vorher berechnet haben, g mal Sinus von Alpha mal t end, hier ein. Und schlussendlich bekommen wir dann eine Funktion, ein Zweitel g mal Sinus von Alpha mal t end im Quadrat. Und wir wissen, dass das die Strecke L ergeben muss. Das heißt, wir kennen L, wir kennen G und Sinus von Alpha, dann können wir also T-End berechnen, und indem wir das T-End wieder in der Formel für die Geschwindigkeit einsetzen, können wir auch direkt die Endgeschwindigkeit am Ende der Rampe berechnen. Ja, so kann man bis zur Situation 2 die Aufgabe auch lösen, ohne den Energiesatz zu benutzen. Allerdings nachher brauchen wir den Energiesatz. Und damit komme ich auch noch zur dritten Bemerkung, die ich noch machen wollte. In der Situation 3 wird ja, wie schon gesagt, die Feder gestaucht um eine Strecke Xmax. Das heißt, alle kinetische Energie, die der Wagen hatte, wird in Federenergie umgewandelt oder in potenzielle Energie in einer Feder. Ich wollte noch mal kurz erwähnen, wie man eigentlich auf die Formel kommt für die Energie, welche in einer Feder gespeichert ist, oder eben die potenzielle Energie einer Feder. Ganz grundsätzlich, die potenzielle Energie an einem Punkt B gegenüber einem Punkt A ist gegeben als die Arbeit, die man aufbringen muss, um irgendeinen Körper von A nach B zu bringen. Das wäre diese Formel hier. Jetzt aber meistens ist die Kraft, welche gegeben ist, zum Beispiel die Gewichtskraft. Wir nehmen mal an, ich will einen Körper
von einer Höhe A auf eine Höhe B bringen, wobei die Gewichtskraft wirkt. Die Arbeit, die ich dann aber berechne, ist nicht die Arbeit, die ich aufbringen muss, sondern die Arbeit, welche mir die Erde mit dem Schwere oder das Schwerefeld der Erde verrichtet. Ich bin aber nicht interessiert an der Arbeit, welche das Schwerefeld der Erde verrichtet, sondern der Arbeit, welche ich verrichten muss. Und wenn wir uns die Kräfte anschauen, dann sehen wir eigentlich gleich, die Kraft, die ich aufbringen muss, um meinen Körper von einer Höhe H auf eine Höhe B zu bringen, ist genau gegen die Gewichtskraft der Erde gerichtet. Das heißt, hat genau das umgekehrte Vorzeichen als die Gewichtskraft der Erde. Und somit ist auch die Arbeit, welche ich aufbringen muss, betragsmäßig zwar gleich groß, hat aber das umgekehrte Vorzeichen als die Arbeit, welche das Gravitationsfeld der Erde an meiner Masse verrichtet. Also immer ganz wichtig, dass wir darauf achten, wer Arbeit verrichtet. Also eben die potenzielle Energie einer Masse oder eines Körpers an einem Punkt B gegenüber einem Punkt A ist gegeben durch dieses Integral hier oder durch die Arbeit, die ich aufbringen muss, um diesen Körper von A nach B zu bringen. Und weil wir an der Arbeit interessiert sind, die ich aufbringen muss, kommt dieses Minuszeichen ins Spiel. Jetzt im Falle einer Feder können wir schauen, was ist die Energie, welche in einer Feder gespeichert ist, an oder mit einer Stauchung x oder an einem Punkt x gegenüber dem Ruhepunkt der Feder, gegenüber 0. Oder was ist die potenzielle Energie in der Feder mit einer Stauchung x gegenüber dem Nullpunkt? Das ist dann eben minus das Integral von 0 bis x über die Federkraft mal den Weg. Aber eben, weil die Federkraft, das ist die Kraft, welche die Feder ausübt. Wir sind aber interessiert an der Kraft oder an der Arbeit schlussendlich, welche wir investieren müssen und darum eben das Minuszeichen. Ja, und weil die Federkraft ja immer gegen die Auslenkung wirkt, und die Federkraft ist minus k mal x'. Ich habe jetzt die Vektorzeichen weggelassen, weil Kraft und Weg immer in gleiche Richtung zeigen. Das heißt, ich kann das Ganze betragsmäßig ausrechnen. Die Federkraft ist immer gegen die Auslenkung gerichtet, darum das Minuszeichen hier. Das hebt sich auf mit dem Minuszeichen da vorne. Und wenn ich dann das Integral durchführe, gibt mir das 1/2 k mal die Auslenkung x im Quadrat. Das ist die Idee, wie man auf diese Formel kommt schlussendlich. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zur nächsten Videolösung. Auf Wiedersehen!